ich möchte euch trotzdem mal ganz kurz erklären, warum wir uns jetzt für UCCT 2.0 entschieden haben. Und das liegt wirklich tatsächlich nur daran, wir haben uns sich unsere ganzen Videos angesehen. Wir haben sich natürlich auch die Kritik und Kommentare von vielen Leuten hergenommen und es auch zu Herzen genommen. Ich rede ja sehr viel mit Schülern, ich rede sehr viel mit meinen Leuten auf Instagram und auf TikTok, was denen eigentlich so an Videos fehlt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, einfach mehr wirklich auch an Input geben zu können. Weil ohne den richtigen Input und ohne auch dem ganzen Rundherum macht das ganze Projekt ja überhaupt gar keinen Sinn. Es ist zwar lustig, wir haben alle unseren Spaß dabei, aber wir machen auch einen sehr großen Aufwand, die ganzen Videos zu schneiden, das Ganze zu drehen, auch wenn es auch nur mal ein Hotelvideo war oder einfach nur mal schnell runtergerotzt. Trotz allem ist es Arbeit. Und wenn die Arbeit keinen Sinn ergibt oder wenn wir merken, okay, es bringt den ganzen Leuten gar nicht mal das, was wir eigentlich so rüberbringen wollen, deswegen haben wir einfach lang und breit darüber nachgedacht. Und das ist dabei rausgekommen, UCCT 2.0. Ja, es werden am Anfang wird es sehr ungewohnt sein, aber auch wie im Video schon erklärt, ich werde mich selber immer wieder treu bleiben und ich werde auch immer mehr von der Praxis als von der Theorie reden. Weil das ist ja das, um was es eigentlich ankommt. Die Theorie kriegt ihr sehr viel in den Schulen, die Theorie kriegt ihr auch von Büchern. Aber vielleicht gemeinsam zu schaffen, die Theorie und die Praxis zusammenzuführen, dafür sind meine Videos ja da. Und auch wenn ich mir am Anfang schwer tun werde, das Ganze etwas koordinierter und fachgemäß rüberzubringen und vielleicht auch ein bisschen stockensteif das ein oder andere Mal klinge. Das Ziel, euch Input zu geben und dass wir alle dabei Spaß haben, das sollte eigentlich Vorrang haben. Hey Leute, heute tauchen wir in die faszinierende Welt der Verdampfung ein. Und nein, das ist nicht unbedingt gerade das, wo irgendwelche Menschen verschwinden, sondern es geht darum, dass flüssiges Kältemittel in den gasförmigen Zustand wechselt. Und das passiert in unserem Verdampfer. Also, wenn ihr keine Videos verpassen möchtet, dann lasst ein Abo da, ein Like da. Und wir beschäftigen sich heute ja, mit dem Thema Verdampfung. Fragt euch sicher, was passiert, wenn Kältemittel verdampft oder was passiert in der gesamten Kälteanlage und warum passiert das Ganze einfach? Und es ist relativ einfach zu erklären. Kältemittel fängt an zu verdampfen, wenn wir vom flüssigen Zustand einen Druckabfall haben. Das bedeutet, wir fahren durch unser Drosselventil durch, haben danach einen Druckabfall und kommen dadurch in den sogenannten Nassdampfbereich hinein. Und dort können wir dann die gesamte Wärmeenergie von dem zu kühlenden Gut aufnehmen und dadurch verdampft das Kältemittel. Um da noch feststellen zu können, was passiert mit unserem Kältemittel allgemein. Im Verdampfungszustand selber befinden wir uns im sogenannten latenten Bereich. Der latente Bereich ist ein Temperaturbereich, wo der Druck und die Temperatur eigentlich komplett gleich bleiben, aber wir die meiste Wärmeenergie überhaupt aufnehmen können. Das heißt, wir wollen im Verdampfer so lange wie möglich in diesem latenten Bereich bleiben, damit wir alles aufnehmen können, was wir müssen. Chris, wie misst man eigentlich die Verdampfung? Das ist relativ einfach. Wir brauchen dafür einen Manometer, entweder digital oder analog, und einen Messanschluss auf der Niedrigdruckseite. Das in Kombination, indem wir unser Manometer auf diesen Messanschluss draufgeben, messen wir den Niederdruck. Mehr brauchen wir nicht. Aber Chris, warum messen wir den Druck, wenn wir die Temperatur wissen wollen? Zauberei? Nein, Mathematik. Dadurch, dass wir ja die Temperatur und der Druck in diesem latenten Bereich gleich bleibt, wer hat vorher aufgepasst hätte, würde das natürlich wissen, können wir den Druck, den wir messen, 1:1 umrechnen auf eine Temperatur. Das können wir entweder auf dem Manometer ablesen, je nachdem, ob wir das passende Kältemittel auch drauf haben oder wir haben eine digitale Monteurshilfe. Dann können wir das natürlich einstellen oder man nimmt einfach eine App zur Hilfe. Ich glaube, kein Kälteanlagentechniker stellt sich heute noch hin mit so einem alten Rechenschieber und versucht das da rauszulesen oder fängt an mit Formeln zu kalkulieren. Das heißt, nehmt eine App dafür, wenn ihr nicht den passenden Manometer habt und ihr habt schon eine Temperatur und mehr brauchen wir eigentlich nicht.
Um natürlich jetzt die Professionalität dieses Videos zu gewährleisten, muss ich euch natürlich informieren, bitte drücke Messen an Kälteanlagen nur Fachkräfte, nur Leute, die die passenden Zertifizierungen haben und die auch wissen, was sie tun. Ihr wollt ja nicht, dass die Anlage euch irgendwann mal über die Ohren fliegt und ihr wollt natürlich auch euch selbst nicht verletzen. Ja, aber Chris, was bedeutet die Temperatur jetzt für uns? Ja, das obliegt natürlich immer wieder dem Planer. Es gibt so alte Kältehasentricks oder auch Sachen, die wir in der Berufsschule lernen und das ist so ein bisschen wert 10 Kelvin. 10 Kelvin, ich werfe jetzt einfach mal so einen Raum hinein. Was bedeuten diese 10 Kelvin? Naja, im Prinzip, wenn ich jetzt ein zu kühlendes Gut habe, nehmen wir jetzt einfach eine Kühlzelle her. Wir haben eine Kühlzelle und wir wollen dort 20 Grad drin haben, dann sollten wir mit einer Verdampfungstemperatur von 10 Grad Celsius laufen. Genauso ist dann Tiefe, ihr wollt 6 Grad Celsius drin haben. Und wenn wir jetzt ein bisschen anfangen zum Rechnen, 6 Grad Celsius minus diesen 10 Kelvin, ergibt das eine Verdampfungstemperatur von minus 4 Grad Celsius. Aber Vorsicht, Leute, es kommt wirklich ganz darauf an, was der Planer geplant hat. Weil es gibt natürlich viele, viele, viele Anlagen, die ganz anders rennen aus wie diese 10 Kelvin. Also man vertut sich da relativ gern einmal. Zum Beispiel ein Tiefkühler. Ein Tiefkühler hat meistens ein sogenanntes Mob-Ventil drinnen. Das sperrt das Ventil, damit wir nicht zu hoch fahren. Stellt euch mal vor, der möchte mit einer Verdampfungsserie mäßig, sage ich mal, minus 25, minus 30 laufen. Und dann startet ihr das ganze Ding und wir starten bei plus 20 Grad. Wenn ich natürlich dann mit plus 10 Grad verdampfe, dann ist das für den Kompressor tatsächlich nicht gut. Somit gibt es sogenannte Ventile, die zulassen und ihr startet und wir laufen schon relativ weit unten bei minus 15 oder minus 10 Grad Celsius Verdampfungstemperatur und haben dadurch eine relativ große Differenz zwischen Raumtemperatur und Verdampfungstemperatur. Umgekehrt ist es, wenn ich zum Beispiel viel entfeuchten möchte oder wenig entfeuchten möchte. Gerade bei Gemüsekühlanlagen passiert es sehr häufig, dass auch diese Differenzen entweder wesentlich größer sind, weil ich viel Feuchtigkeit entziehen möchte, oder kleiner ist, weil ich sehr wenig Feuchtigkeit entziehen möchte. Also diese 10 Kelvin, die ich jetzt vorhin gerade eben gesagt habe, die sind ein Richtwert. Die sind einfach nur eine Hilfestellung. Wenn man überhaupt nicht weiß, orientiert man sich mal in diese Richtung. So, ich habe jetzt über diese 10 Kelvin gesprochen, aber im Endeffekt, was sagt mir das jetzt, wenn ich ein Messgerät drauf habe, aus? Naja, wenn ich jetzt einen sehr, sehr tiefen, oder also eine sehr, sehr, wenn ich jetzt eine sehr tiefe Verdampfungstemperatur habe und ich sollte aber wesentlich höher laufen, dann könnte ich jetzt schon mal sagen, okay, ich habe irgendeine Störung. Welche genau, wird euch alleine die Verdampfungstemperatur tatsächlich nichts aussagen. Dafür braucht ihr wesentlich mehr Messwerte, die wir natürlich in den folgenden Videos bearbeiten werden. Die Verdampfungstemperatur ist der Punkt, wo unser Kältemittel vom flüssigen Zustand in den gasförmigen wechselt und kann dort die meiste Wärmeenergie aufnehmen. Diese messe ich mit Hilfe eines Manometers auf der Niederdruckseite. Und wer wissen möchte, was ich mit dieser Temperatur mache, naja, die Faustregel sind ungefähr 10 Kelvin zwischen dem zu kühlenden Gut und der Temperatur, dort sollte ich mich bewegen. Und auf das, auf was ihr aufpassen müsst, schaut euch das Video einfach von Anfang an nochmal an. Und was ihr dann ganz genau noch mit der Verdampfungstemperatur macht, seht ihr im nächsten Video. Also lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn ihr mehr über diese Messwerte wissen möchtet. Und wenn ihr mit mir darüber philosophieren möchtet, dann schaut einfach bei Twitch rein. Ich streame mindestens zweimal die Woche und dort können wir nochmal die ganzen Thematiken aufarbeiten und mehr Informationen rüberbringen. Und wenn ihr sehen wollt, wo ich mich gerade live oder online befinde, das seht ihr auf TikTok und auf Instagram. Und in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit diesem Video gehabt. Ich schwitze weiter. Kalte Grüße.